Hallo Römer, meine Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrüne Edition. Wir sind noch immer auf dem Weg. Ja, wo sind wir eigentlich auf dem Weg hin? Ich weiß es nicht genau. Irgendwo hin auf dem Weg. wo genau? Kein Plan. Auf jeden Fall müssen wir hier lang. Und noch ein paar Gegner besiegen. Ein paar Pokémon-Trainer. Hallo, du hast keine Chance gegen meine Käfer-Pokémon. Oh doch, denn ich habe Tauboga am Anfang. Easy Game. Raupi dürfte vielleicht sogar ein One-Shot sein eigentlich. Ich habe ja Aeroas. Oh, stimmt. Stimmt. Wir haben Tauboga macht doch Windstoß. Windstoß One-Hit mit. Oder bei Raupi. Bei Hornlio dann wahrscheinlich auch, dann verschwende ich keine AP von Aeroas. Dürfte ja eigentlich okay sein. Ja, hat gereicht, alles klar, sehr schön. Und als letztes, weiß nicht, vielleicht noch Mirabla oder so? Blutzuck, oh, okay. Ich glaube, das hatten wir bisher noch gar nicht gesehen, oder? Blutzuck? Glaub nicht. Aber Aeroas macht kurz den Prozess. Oh yeah. Käfersammler besiegt. Mein Käfer-Pokémon. Tja. Man sollte sich nicht nur auf einen Pokémon-Typen verlassen. Würde ich mal sagen, ne? Ich gehe durch den Felstunnel nach Lavandia. Ah, okay. Wir sind auf dem Weg zum Felstunnel, der nach Lavandia führt. Das ist interessant. Ein Radfratz. Ja, gut. Ich meine, das dürfte auch eigentlich schätzungsweise recht gut besiegt werden. Oh, was? Das jetzt unlucky. Da ist jetzt unlucky, dass Tauboga das nicht gewone-shottet hat. Aber ist okay. Ja, ist okay. Sandan. Ja, komm, dann kommt jetzt einfach nochmal Shilok. Aquavelle haben wir nicht beigebracht, ne? Nee, nur Aquaknarrat. Shilok. Ist okay. Und Blubber. Ja, easy. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir setzen Shilok sogar an Anfang, wenn wir dann die Höhle betreten. Noch ein Sandan. Okay. Ich weiß nicht, was machen wir denn in Lavandia? Wen setzen wir denn da am besten? Moment mal eben, ich kann kurz nicht reden. So, tut mir leid. Meine Mama ist kurz reingekommen. Ich werde gleich mit meinem Dad essen. Und die bringen mir später was mit. Jetzt haben wir kurz eine kleine Karte im Restaurant gebracht. Damit ich da gleich mal durchgucken kann, um mir was zu bestellen, sag ich mal. So. Rettern, easy. Mit Smetbus, Konfusion. Kein Ding nicht. Mit dir habe ich mich übernommen. Ja, eindeutig. So, wo war ich eben stehen geblieben? Ich weiß nicht, wie wir in Lavandia einsetzen werden. Oh, du willst sogar kämpfen. Du hast keine Chance, nerviges Bike. Oh. So hättest du mich nicht nennen sollen. Was wollte ich gerade sagen? Achso, ich weiß nicht genau, wen wir in Lavandia nutzen werden. So, weil Lavandia ist ja der berühmte Pokémon-Turm. Und eigentlich ist Shilok oder Nidoking halt eine echt gute Wahl. So, weil die haben da ja Nebulax, soweit ich weiß. Und da es gibt. Ich weiß nicht, ob es hier schon Schwebe kann. Deswegen weiß ich nicht, ob halt eine Bodenattacke wie Schaufler da effektiv ist. Aber ich glaube, zur Not könnte auch Smetbo mit Konfusion da was machen, oder? Gegen Gift. Ansonsten halt Shilok einfach. Einfach Shilok. Mit Biss. Dürfte kein Problem sein. Jo. Schätze ich jetzt, also würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ganz stumpf. Oh. Shilok hat gleich sein. Nein, okay. Shilok hat doch nicht sein Level up. Denn dafür setzen wir jetzt Tauboga ein. Gegen Macholo. Das dürfte easy sein. Aeroas, ja doch. Böllert rein. Dann dürfte Tauboga vielleicht Level 26 kommen. Naja, nee. So viele Erfahrungspunkte gibt Macholo nicht. Nee, schade. Knapp vor Level Up. Was passiert? Ja. Du hast mich Nervensäge genannt. Nee, nerviges Balk hast du mich genannt. Selber nerviges Balk, ey. Trau dich ruhig mit mir zu kämpfen. Das mache ich. Und
Es würde mir leid tun. Aber dein Mauzi hat keine Chance gegen mein Tauboga. Auch wenn es Level 23 ist. Tauboga böllert halt einfach rein, ey. Aeroass und es ist fast... schon fast besiegt, Alter. Drei Viertel der KP weg. Ruckzuck ihm reicht aus und Tauboga ist Level 26. Somit unser stärkstes Pokémon vom Level her. Das war zu viel des Guten. Tja. Hätte sich nicht mit mir anlegen sollen. So, ich weiß gar nicht, da ist... okay, da ist nichts. Aber hier ist noch der Trainer und hier ein Item. Oh. Feuer. Wow. Ja, komm. Vielleicht hat er Macholo am Anfang. Oh, wie wäre es mit einem Kampf? Da sage ich nicht nein. Da sage ich nicht nein. Kleinstein. Ja gut. Das ist kein Macholo am Anfang. Aber ist okay. Wechseln wir auf Shilox, so bekommt Shilox sein Level ab. Definitiv. Was wollte ich sagen? Achso, ja, Tauboga ist halt am besten momentan hier zu trainieren. Weil wir es demnächst halt auch wieder nicht einsetzen werden erstmal. So wirklich zumindest. So, die nächste Arena ist voraussichtlich die Gift-Arena, die wir machen werden. Schätze ich mal. Vielleicht auch die Pflanzen-Arena. Da kommt Tauboga dann doch nochmal ins Spiel. Weiß ich aber noch nicht genau. Ich glaube, ist eine schwierige Entscheidung eigentlich. Aber wenn ich mir so recht überlege, macht Pflanzen-Arena doch schon mehr Sinn, ne? Ich glaube, das ist auch laut Weg, sag ich jetzt mal, die bessere Alternative. Haha, ein fairer Kampf. Ja, fand ich auch. Die bessere Alternative, und ich glaube, in der Liste halt auch der nächste Arena-Orden, glaube ich. Müsste ich sonst nochmal nachgucken. Ja. Ja, doch, machen wir so. Pflanzenorden zuerst. Aber jetzt hier halt erstmal Tauboga, kein Training mehr. In der nächsten Höhle zum Beispiel. Hier, ja, ist halt eine Höhle. Da wird Tauboga halt nicht wirklich genutzt. Da kommt halt gleich wieder Shilock an Anfang und dann ist gut. Und, ja, sie könnten auch Nidoran an Anfang klatschen, aber... Nidoking, meine ich, ist ja mittlerweile. Ich habe ein nutzloses Nugget für ein nutzloses Nugget 5000 bekommen. Ui, Alter. Element macht manche Pokémon anderen gegenüber stärker, beziehungsweise schwächer. Das hat uns, glaube ich, schon der fünfte Mann gesagt, oder so, die fünfte Person. Oh, Lucia, ich habe schon nach dir gesucht. Ich bin es, der allzeit präsente Assistent von Professor Eich. Weil du bereits 20 Pokémon in deinem Pokédex hast, soll ich dir von Professor Eich eine Belohnung geben. Er gab mir diesen Ewigstein. Also, Lucia, ich frage dich, hast du mindestens 20 Pokémon in deinem Besitz? Oh, du hast erst... Alles klar. Können wir uns gleich noch ein paar fangen? Ich habe gehört, dass in Lavandia böse Geister spuken. Oh, das ist nicht so geil. Was haben wir denn noch nicht? So, was hier jetzt auftauchen könnte, auch in der Höhle oder so. Warum habe ich mir keine Hornliobe gefangen? Radfratz habe ich auch nicht gefangen. Alles klar, ich habe so viele... Ich muss mir angewöhnen, auch mal ein bisschen durchs Gras zu laufen, zu gucken, jo, welche Pokémon gibt es hier, was kann man sich hier noch fangen, was wäre praktisch und so weiter. Sondern, zum Beispiel. Oh, Tauboga könnte das sogar... Ich versuche mal Ruckzuckieb. Könnte zu stark sein schon. Ne, okay, nicht. Alles klar, sehr schön. Das heißt, gleich haben wir unser 19. Pokémon. Ich meine, es ist jetzt prinzipiell nicht so wichtig, dass wir halt einen Ewigstein bekommen, weil werde ich eh nicht einsetzen, aber warum nicht, ne? Wenn man schon die Möglichkeit hat, kann man den Pokédex auch ein bisschen vervollständigen. Macht sich auch immer ganz gut, würde ich meinen. Also von daher... Sandan wurde ein Eintrags-Pokédex angelegt. Sandan, Maus. Dieses Pokémon lebt in trockenen Gebieten unter der Erde. Es jagt jedoch an der Erdoberfläche. Ah. Sandan ist schon niedlich, ne? Sandan ist schon niedlich. Finde ich. Weiß nicht, wie es euch geht. Noch ein Sandan. Können wir uns auch ein Karpador fangen? Weil wir haben ja eine Angel. Vielleicht finden wir auch ein Goldini. Mal gucken. Wir gucken hier nochmal kurz ein bisschen im Gras rum. Ein Voltoball. Ja, das sehen wir doch gerne, oder? Ist auch noch ein Pokémon, was wir nicht haben. Können wir uns gerne holen. Wir hätten uns auch ein Dicta holen können in der Dicta-Höhle. Aber... hatte ich irgendwie keinen Bock drauf durchzulaufen. Das können wir ein andermal machen. So. Ein Windstoß könnte man theoretisch noch machen, aber wir lassen es einfach mal. Ich denke, im Pokéball dürfte jetzt auch schon ausreichen. Müssen wir uns auf jeden Fall nochmal neue kaufen.
Yes, sehr schön. Voltoball wurde gefangen. Geil. Dieses Pokémon wird... Ach nee, Voltoball. Ball. Wow. Dieses Pokémon wird oftmals mit einem Pokéball verwechselt. Es lebt vorwiegend in Kraftwerken. Oh. Heißt das? Möglicherweise ist hier ein Kraftwerk in der Nähe. Ja, Leute, das heißt es. Denn wenn wir hier runter surfen würden, kommen wir irgendwann da unten zu einem Kraftwerk. Aber wir haben noch keinen Surfer. Das ist ein bisschen schade. Hallo. Ja, ja, ja. Gib uns, gib uns, gib uns. Ich will den Ewigstein. Ich werde ihn zwar nicht einsetzen, aber ich will ihn. Einfach klasse. Hier, du hast es wirklich verdient. Nice. Nice, 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 nice. Durch die Entwicklung der Pokémon wird der Pokédex erweitert. Aber manchmal soll sich ein Pokémon nicht entwickeln. In diesem Fall kannst du ihm den Ewigstein geben. Der Professor hat gesagt... Was? Der Professor hat gesagt, dass er die Entwicklung aufhält. Ah. Ja, das ist schön zu wissen. So. Pokémon ablegen, bitte. Sandern. In Sandern brauchen wir nicht. So, dann nochmal Pokémon heilen, weil Tauboga durch Voltoball eben ein wenig was abbekommen hat. Ich bin übrigens, also ich habe mir ja die Liste meiner Pokémon letztens nochmal durch den Kopf gehen lassen und ich bin mir halt doch unschlüssig bei einem Pokémon, ob ich das wirklich ins Team holen soll oder vielleicht doch eher ein anderes auswählen soll. So, jedes Mal, wenn ich in einer Pokémon-Arena gekämpft habe, wurde ich besiegt. Oh, das ist unlucky. Kommt drauf an, was du für Pokémon hast. Ja gut, Pikachu. Hättest du den zweiten Orden aber safe kriegen können, du. Also ganz ehrlich. Ja, weil, ich weiß nicht, ich bin doch ein bisschen unzufrieden. So mit meinem einen Pokémon, was ich mir ausgewählt habe. Also nicht prinzipiell, weil das Pokémon halt echt cool ist. Ist ein schönes Pokémon, stark auch. Aber... Ich weiß nicht, irgendwie denke ich mir so, nee. Könnte auch ein anderes sein. Ich bin echt noch am struggeln, welches ich dann im Endeffekt dann ins Team nehmen. Oh, wow. Okay, ins Team nehmen werde. Aber werdet ihr denn ja sehen. So, Pokémon besiegt. Nice. Nein, nicht schon wieder. Tja. Soll ich vielleicht die ein paar mehr Pokémon fangen? Sie vielleicht ein wenig besser trainieren? So. Weiß nicht, vielleicht Pipi. Hab ich nicht einen. Ich hab doch einen Bepara-Heiler gekauft, oder nicht? Nee. Hä? Okay. Dann natürlich nochmal ins Pokémon Center. Ja. 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 Jetzt gibt's gerade nichts zu erzählen. Also, das Einzige, was halt ist, ist halt, dass ich unschlüssig bin, welches Pokémon ich im Endeffekt als so gesehen sechstes Teammitglied nehmen werde. Fällst du eine Umleitung nach Lavandia? Okay. Weil, ja, es ist, wie gesagt, ich weiß nicht. Also das Pokémon, was ich mir... Haben wir Blitz? Wir haben Blitz nicht, ne? Wo krieg ich denn nochmal Blitz her? Ich hab doch jeden angesprochen, oder? Ah. Vielleicht, wenn ich durch den Diktatunnel... Ja. Ah. Wäre das jetzt doof. Egal, dann werden wir jetzt ohne Blitz durchgehen, Leute. So, was war hier unten? Hier ist nichts, okay. Hier ist der Wetterweg nach unten. War hier oben noch was? Also, oder gehe ich nochmal zurück? Ne, der war jetzt nicht so lang, glaube ich, hier, der Tunnel. Vielleicht übersehen wir einen Trainer oder so. Meine Pokémon wollen kämpfen, los! Ja, das ist dann okay. Ne, ich habe keinen Bock, nochmal zurückzulaufen, Leute. Es tut mir leid. Ein Trokosso! Das ist auch cool. Ah. Ja. Mal sehen, was es dann im Endeffekt wird. Mal sehen, mal sehen. Aber ich glaube auch, das Pokémon würde halt... dann so nicht mehr nötig sein irgendwie im Laufe der Zeit. Ah, ich weiß es echt noch nicht. Werden wir dann ja sehen. Ein Fleckmon. Nee, komm, dann lassen wir nochmal Shigi drin, weil Fleckmon ist doch schon Psycho, oder? Nee, ist es noch nicht. Doch. Fleckmon ist schon Psycho, okay, gut.
So, Biss. Nice. Der Schillock wird hier ganz schön trainiert in der Höhle, schätze ich. Level 27, 28 könnte, glaube ich, drin sein. Game over. Ja, 1104 Pokédollar, Alter. So. Was war denn hier? Jetzt gehe ich, glaube ich, den richtigen Weg, oder? Ich versuche jetzt einfach nur durch den Felstunnel zu kommen, Leute, ohne irgendwas Wichtiges zu finden. Ich glaube, hier gab es auch nichts Krasses, oder? Oh, da oben ist ein Trainer. Okay, zur Auserzeichnung, nicht gerne Pokémon. Das wird... Es ist dumm, wir erkunden den irgendwann nochmal anders, aber ich habe halt echt nicht mehr daran gedacht, dass wir hier erstens Blitz brauchen und zweitens, dass ich Blitz ja bei dem... Nach dem Tunnel von dem Assistenten von Eich bekomme. Ich habe daran echt nicht mehr gedacht, es tut mir leid. Aber es ist dann halt so. Können wir jetzt nichts machen? Ich habe auch keinen Bock nochmal zurückzulaufen. Ich glaube, ich bin hier eh immer ohne Blitz durchgegangen. Also von daher... Ah. Ist okay. Vielleicht für euch ein bisschen ätzend. Es tut mir dann noch leid. Aber ich bin der Meinung, was wirklich krasses gibt's hier nicht. Ansonsten, wie gesagt, holen wir uns das halt später. Ist ja auch nicht das Problem. So, wenn wir fliegen können oder so. Ich bin erschöpft. Oder irgendwie nochmal unseren Weg nach Azuria City machen. War hier nur der Beleber? Alter. Schutz wirkt nicht mehr, okay. Das wird doch ein bisschen anstrengender als erwartet, hier lang zu rennen. Hier ist noch was. Ah, ein Trainer. Okay. Ich komme nicht auf dir her, aber ich will kämpfen. Okay. Dann machen wir das. Okay, wäre das jetzt Pokémon Blau oder Gelb oder so gewesen, hätte ich mir, glaube ich, Blitz noch geholt. Weil das wäre halt todesanstrengend geworden. Weil du da ja nicht diesen zumindest kleinen Sichtradius hast. So wie hier. Aber da wir den kleinen Sichtradius haben, ist das okay. Wir haben einen Giftpuder abbekommen. Ein Giftpuder? Wir haben Giftpuder abbekommen. Toll. Das ist schön. Aber wir haben ja Gegengift dabei. Zum Glück. Und doch, also Toboga wurde hier doch einmal trainiert. Das ist krass. Einmal haben wir Toboga in der Höhle mindestens eingesetzt. Das ist schön. Bisasam. Was? Ja, ein Bisasam? Oh, das ist unfair. Oh, das ist unfair. Warum hast du noch kein Bisaknosp? Also jetzt sind wir mal for real. Warum hast du noch kein Bisaknosp? Das ist Level 22. Hat sich vor 6 Leveln entwickelt. Vor 6 Leveln. Dein Ernst? Oh, ich habe mich verloren. Ja. Liegt daran, dass du deine Bisasam noch nicht entwickelt hast zu Bisaknosp. Oh, ich hab ja hier, Gift. Wo haben wir denn unser Gegengift? Da ist unser Gegengift. Wir haben noch einen Schutz. Haben wir einen Superschutz? Nee, ne? Nee, haben wir nicht. Okay. Müssen wir auf den letzten Schutz dann später zurückgreifen. Da ist ein Gegner. Möchtest du etwas über Spaßvögel erfahren? Nein. Eigentlich nicht. Aber... Okay, Glumander. Als ob der einen Glumander hat. Oh Mann. Hätte ich jetzt den Cheat an, dass man Pokémon von Gegnern fangen kann, ne? Hätte ich mir die beiden ja gefangen. Einfach nur aus Prinzip, um den Pokédex zu vervollständigen. Nein, hätte ich natürlich nicht gemacht. Pokémon Gelb kann man ja alle drei Starter bekommen, ne? So von verschiedenen Personen, die geben dir den einfach. Bin ich der Meinung. Oder? Ja, doch, eigentlich schon. Und, ja stimmt, du startest ja mit Pikachu. Nicht mit einem der Starter. Schade, dass sie das in den späteren Versionen nicht mehr eingeführt haben. So in Smaragd und so. Dass du da nicht mit dem Starter startest, sondern mit irgendeinem anderen Pokémon so, was vielleicht einen guten Fokus haben könnte. Ich weiß nicht welches, aber... Irgendeins? Ich weiß nicht, was könnte denn ein Smaragd sein, Leute? Was könnte denn ein Smaragd ein Pokémon sein, mit dem man starten könnte? So was ein krassen Hype oder was ganz cooles eigentlich. Soweit, so gut. Ich weiß es echt. Wir haben ja Feuerheiler, ne? Krass. Dass ich meinen Feuerheiler einsetzen werde, ey. Das kommt unerwartet. Das kommt unerwartet. So, geht's hier oben weiter? Geht's denn hier oben? Ja, nach rechts.
Und wieder nach oben. Noch weiter nach oben. Und ein Trainer. Zeig mir, was du drauf hast. Okay. Moment, ich überlege gerade. Weiß nicht. Was wäre denn cool? Mir fällt nichts ein, Leute. Fällt euch was ein? Ich merke gerade, das ist noch Holle, Leute. Ich habe gerade komplett nicht drauf geachtet, was für einen Gegner wir hier haben. Und Shilok ist besiegt. Ach, kacke. Ich wollte ihm erst einen Super dran geben. Verdammt. Das ist jetzt unlucky. Das ist echt schlecht. Shit. Ich habe gar nicht drauf geachtet gerade. Ich war am überlegen, welches Pokémon da wäre. Pfiffchen wäre cool. Pfiffchen ist ein schönes Pokémon. So Magnaien später. Doch, ist schon cool. Finde ich cool. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Magnaien ist ein cooles Pokémon. So, damit Kotel hätte man starten können. Ne, es ist Feuer, dann könnte man Flamini nicht mehr nutzen. Das wäre dumm. Nein. Ich dachte, Schaufler ist oben links. Wie komme ich denn auf Schaufler oben links? Okay, Konzentration. Konzentration. Please. Schaufler. Din, 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 din. Man wird sogar unter der Erde vom Klammerangriff verletzt? Lol. Das ist mir neu. Aber ist okay. Ich weiß, der Part ist schon gerade ein bisschen drüber, aber ich würde ganz gerne noch durch die Felshöhle. Oder durch den Felstunnel durchkommen. Da ist die Treppe. Das ist halt ein bisschen längerer Part. Wir dürfen gleich draußen sein, bin ich der Meinung. Da war ein Trainer. Okay. Okay, wir machen den Kampf noch. Könnte es sein, dass ich mich verlaufen habe? Ich glaube, ich mich auch. Aber wir haben ja zum Glück ein Fluchtseil. Wir machen den Gegner noch und dann beende ich den Part, Leute. Machen wir das halt im nächsten Part. Jo, ich hätte vielleicht Shiggy wiederbeleben sollen. Egal. Nidoking reißt hier auch was. Oh, Klammergriff. Warum? Warum gibt es diese Attacken? Sie sind so, weiß ich nicht. Sie machen erstens kein Damage und dieser Klammergriff-Damage später bringt halt auch so gut wie gar nichts, habe ich das Gefühl. So, Wickel genauso. Ich weiß nicht. Also irgendwie... Nee. Hast du nichts Besseres, Onix? Komm schon, sogar ein Tackle wäre stärker. Och, Mensch. Ja, ich weiß, es ist unnötiges Aufregen, aber egal. Ey, komm, Leute. Ein Deckel wäre effektiver. Kleinstein. Okay, komm, Kleinstein besiege ich jetzt aber mit einem Doppelkick, oder? Doppelkick! Was? Kein? One-Shot. Ah. Oh Gott, okay, das ist schlecht. Sogar Intensität 7. Oh, bitte. Oh, Nidoking, du bist ein Gott. Weißt du das eigentlich? Intensität und Erdbeben treffen doch auch unter der Erde, oder? Ich bin der Meinung, das trifft doch unter der Erde. Das heißt, wenn wir Schaufler einsetzen zum Beispiel. Nidoking Level 26, auch schön. Alter, zwei Onix und ein Kleinstein. Was ist denn mit dir los, Boy? So, Schaufler. Anstrengender Kampf als erwartet. Klammergriff, ey. Bring deinem Onix was Besseres bei. Bitte. Bitte tu mir den Gefallen. Halt. Okay. Das ist nichts Besseres. Nur so nebenbei erwähnt. Bitte mach nach dem Kampf irgendwas Gutes mit deinem Pokémon. Bitte. Bitte, lieber Oliver. Sachte, wo bin ich? Wo geht's nach draußen? Ich weiß es nicht. Aber Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!